hat denn da? Wer turmt denn da? Der kleine Sausewind höchstpersönlich. Ist doch ganz ausgezeichnet. Sehen Sie mal, wie ausgewogen die Konstruktion ist. Das nenne ich klasse. Ja, kommen Sie rein. Also wirklich eine geniale Erfindung. Komm mir vor wie ein U-Boot-Jäger. Und noch mal runter. Fabelhaft. Alle ab. Aber so fischt man auch keine Hummer. Scipio, hilf mir. Ich kann das Ding nicht anhalten. Auf die schöne Mauer. Hätte Feuerwehrmann werden sollen. Oh, Vollgas. Frankreichs Komiker-Ass Louis de Funès tritt wieder mal zum Generalangriff auf ihre Lachmuskeln an. Louis de Funès, da erübrigt sich jede Erklärung. Der kleine Sausewind. Dürfte ich Sie nun bitten mit der Pulle? Wird's bald. Mein Gott. Oh. Runter mit dem verdammten Ding! Was ist denn das für ein Lappen hier? Papa, was hältst du von Castaniers Arbeit? Nun, ich bin wirklich begeistert von dem Rollstuhl, den er mir gebaut hat. Sehr kreislauffördernd. Castanier! Das verbitte ich mir. Bitte, oh Herr, gib ihm die Erleuchtung, dass er bei mir noch heute unterzeichnet. Gib ihm das ein. Ich möchte nicht, dass er an seinem Glück vorbeiläuft. Hm. Bitte höret! Höret auf euer Herzen und öffnet sie! Öffnet mir doch! Wir schaffen's zusammen. Na, Sie können mich doch hier nicht hängen lassen, bin doch kein Wetterhahn. Castanier! Mann, das hält man im Kopf nicht aus. Das hält man wirklich im Kopf nicht aus, was der Weltmeister des Humors hier alles treibt. Meine Hühner! Oh, wo flackert ihr denn hin? Was soll das? Die Aasgeier ja raus aus der guten Stube! Sie haben wohl nicht mehr alle Nadeln an der Tanne. Das ist mein Urlaubshäuschen. Hier wohne ich. Den Hebel da. Den hier zieh ich. Nanu. Mir wird ganz grün vor Augen. Hui. Warte, komm du mal zurück, du. Das war Henri. Warum haben Sie denn nicht Scheinwerfer an? Damit ich besser hören kann. Versteh kein Wort, ist so laut. Ich ziehe jeden Hebel, der sich anbietet. Kastrierter Schwan mit Baströckchen. 2 Stunden ungetrübtes Vergnügen garantiert der kleine Sausewind. Jetzt reicht's. Wer zieht denn da? 2 Stunden Tränenlachen garantiert Louis de Funès. Fahr doch schneller, André. Sie wissen doch, dass er nicht schwimmen kann. So.